Was wäre Ihr Rat an einen jungen deutschen Muslim, der zum Islam konvertiert ist und jetzt auf der Suche ist nach Wissen? Er wird vermutlich nicht nur im Internet dieses Wissen finden. Was tut er wirklich und wie können in Deutschland die Angebote der Wissensvermittlung, der authentischen Wissensvermittlung verbessert werden? Wer in Deutschland zum Islam kommt, braucht einen Hafen, er braucht eine Moschee mit einer islamischen Umwelt. Es ist fast nicht möglich, zum Beispiel das Erlebnis von Ramadan zu einem wirklichen Erlebnis werden zu lassen, wenn man als Einzelfigur irgendwo fastet. Also die Gemeindebildung ist sehr wichtig. Die wiederum hat allerdings auch den Effekt, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Nachteil, dass ein Muslim werdender Deutscher nach und nach weniger Kontakt mit seiner ehemaligen Umwelt hat. Das liegt allein schon am Alkoholverbot. Ich habe das selbst erlebt. Wenn man eingeladen wird in Deutschland, bedeutet feiern Alkohol. Feiern, fröhlich sein ohne Alkohol ist nicht vorstellbar. Wenn dann einer kommt, wie unser eins, sich hinsetzt und keinen Alkohol trinkt, dann wird er noch eine Zeit lang dafür begrüßt, dass er die Angetrunkenen anschließend nach Hause fahren kann. Aber er wirkt doch, ob er es will oder nicht, wie ein Fremdkörper. Und vor allen Dingen kann man nicht lachen über die Witze, die die Angetrunkenen machen, denn die lachen über Dinge, die für einen Nüchternen gar nicht sehr witzig sind oft. Und so beginnt die Eliminierung. Wenn man sich in Deutschland als Muslim verhält, stellt man eines Tages fest, dass man sich partiell eliminiert hat oder eliminiert wurde. Sie sind nun seit mehreren Jahrzehnten prominenter, praktizierender deutscher Muslim. Was ist an Ihnen wirklich noch deutsch geblieben? Ich glaube, dass jeder Mensch unterschiedliche Identitäten hat. Man ist nicht nur Deutscher, sondern Kölner und man ist Jurist und man ist verheiratet und hat damit möglicherweise, wenn man eine, wie ich, eine ausländische Ehefrau hat, dringt man in eine andere Kultur ein. Meine erste Frau war Amerikanerin, die ist verstorben. Meine zweite Frau war eine Türkin, die ist geschieden, hat sich scheiden lassen, weil sie meinen Islam nicht ertrug als Türkin. Und jetzt bin ich mit einer Bulgarin verheiratet. Jedes Mal eröffnet sich damit eine Tür zu einer ganz anderen Kultur. Und ich glaube, dass das nicht typisch ist für Muslime, sondern eine menschliche Alltagserfahrung. Wer nicht seine eigenen die eigenen Türen öffnet, bleibt ein Proletarier. Johann Wolfgang von Goethe spricht ja in seinen Werken vom Weltbürgertum und er war selbst ja sehr angetan vom Islam. Meine Frage wäre, warum halten die Muslime so krampfhaft an ihren Nationalismen fest? Warum sind sie, die ja eigentlich prädestiniert sind zum Weltbürgertum, so sehr gefangen in ihren nationalen Sichtweisen? Ich glaube, das ist eine normale Reaktion von Emigranten. Emigranten sprechen die Sprache ihres Aufnahmelandes am Anfang nicht oder schlecht. Sie brauchen alle mögliche Hilfestellung und klammern sich deshalb an. Ich habe das in Amerika erlebt mit deutschen Emigranten. Germantown in New York oder Little Italy in Downtown Manhattan. Das ist eine ganz normale Reaktion. Was mich auch bedenklich macht, ist, wenn sich das über mehrere Generationen fortsetzt. Und warum setzt sich das fort bei den Türken in Deutschland? Weil bei vielen von ihnen Sitte ist, eine Ehefrau aus der Türkei zu importieren.
Das heißt, die Integration fängt immer wieder von Null an mit einer türkischen Frau, die neu aus Anatolien sozusagen importiert worden ist. Es gibt offensichtlich Bemühungen von staatlicher Seite in Deutschland, ich nenne das Stichwort Islamkonferenz, den Islam in Deutschland heimisch zu machen. Es gibt neue Moscheen, es gibt viele Aktivitäten. Wie sehen Sie die Zukunft des Islam in Deutschland? Sehen Sie das optimistisch im Sinne von Harmonie oder pessimistisch im Sinne von mehr Konfrontation? Je mehr der Islam in Deutschland sichtbar wird oder sich sozusagen quantitativ vergrößert, umso mehr vergrößern sich auch die Reibungsflächen. Ich bin der Meinung, dass unser Bundesinnenminister es ehrlich meint, wenn er sagt, wir müssen etwas tun, um den Islam in Deutschland zu integrieren. Die Muslime und der Islam seien hier, und zwar for good. Aber bis vor kurzem war das nicht die Überzeugung der deutschen Behörden. Bis vor kurzem hatten sie noch gehofft, die Muslime wieder loszuwerden. Insofern sind wir jetzt tatsächlich besser dran. Es gibt etwa 128 als Moscheen gebaute Moscheen und eine gleiche Zahl ist im Bau, sodass der Islam auch infrastrukturell hier jetzt so verankert ist, dass man sagen kann, der Islam ist ein Teil der deutschen Landschaft und wird es auch bleiben. Das heißt aber nicht, dass die Konflikte verschwinden werden, denn, da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, die deutsche Einstellung gegenüber fremden Religionen war nie tolerant. Bis im 18. Jahrhundert hat man sich ja in Deutschland umgebracht, nur weil man Protestant war oder Katholik. Dass es Katholiken noch in Deutschland gibt und dass es noch Protestanten gibt, liegt nicht an der Toleranz des einen für den anderen, sondern an ihrer Unfähigkeit im 17. Jahrhundert, sich völlig auszulöschen. Das ist der deutsche Hintergrund. Und in der Hinsicht ist Österreich genau das Gegenteil, denn die Österreicher hatten als Vielvölkerstaat die Gelegenheit, über Jahrhunderte zu lernen, wie man mit anderen Sprachen, Kulturen und Religionen umgeht. Und demgemäß ist die Lage des Islam in Österreich diametral anders als hier. Aber den Deutschen können wir nicht nachträglich diese Erfahrung der vielkulturellen Erfahrung vermitteln. Sie sind, wie ich weiß, ein großer Reisender auch. Sie waren in allen Erdteilen unterwegs mit verschiedenen Absichten, aber immer auch als Muslim unterwegs. Haben Sie sich überall als Muslim akzeptiert gefühlt in Ihrer Laufbahn? Fast überall. Also zum Beispiel in Malaysia, ja. In Pakistan, ja. In Nordafrika, ja. Am Golf, ja. In Saudi-Arabien, nicht so ganz. Ich hatte zum Beispiel in Medina den Eindruck, dass man dort glaubt, ähnlich wie das jüdische Volk, auch ein auserwähltes Volk zu sein. Und dass man gegenüber Neuankömmlingen relativ skeptisch ist. Ich nehme Ihnen das nicht übel, denn in der Tat ein Neumuslim gewordener hat ja sehr viel nachzulernen. Herr Dr. Murat Hofmann, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch bei IZTV und bedanke mich für Ihren Stellungnahmen und hoffe, dass Sie auch bald wieder bei uns im Studium sein werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank.